So, immer noch bleib sitzen, immer noch auf dem selben Festival. Da ändert sich gar nichts dran heute, habe ich das Gefühl, bis der Tag vorbei ist. Immer noch dunkel, es wird immer noch dunkler, wir beeilen uns, damit wir überhaupt noch irgendjemanden sehen. Ja. Vor mir sitzt Madison Affair oder jedenfalls ein Teil davon, kann man sagen. Aber wenn das der Teil ist, der redet, dann reicht mir das, bin ich ganz ehrlich. Ja. Fangen wir ganz klischeehaft an, erzählt mir doch einfach mal, wer ihr seid, wo ihr herkommt und was ihr so für Musik eigentlich macht. Also wir sind Madison Affair aus Berlin. Wir machen Post-Hardcore mit Elektro-Elementen, so wie man das nennt. Techno-Dubstep ist dabei, was jetzt auch auf unserem neuen Album, was dann bald erscheinen wird, Teenage Time, zu hören ist. Und ja, ergänzt. Ah, seid ihr schon erwähnt, dass wir alle aus Berlin kommen? Berlin! Ja, yeah. Es war eine verrückte Fahrt hier nach Limburg. Hat fast 7 Stunden gedauert, mit Stau und allem. Aber es war echt auch ein super Festival, hier zu spielen. Gerne immer wieder. Dieses Jahr spielen wir auch noch hier in der Nähe, so wir sind auf Tour mit State of Folds und Bionic Ghost Kids und in Frankfurt am Main. Kommt vorbei auf jeden Fall. Würden wir uns freuen, das Bleib-Sitzen-Team hier zu haben. Das ja, bleibt. Genau, das war eine Einladung. Bitte die Kamera, Jungs, dass man sieht, wer die interviewt. Jawohl. Wir haben Leute mit großen Ohren. Ich will jetzt hier weiter fragen, danach können wir hier so Kindergarten machen. Ja? Ich stelle jetzt noch ein paar Fragen, wenn es genehm ist. Okay. Also, ich habe gesehen, wenn ich mich nicht ganz täusche, ihr habt ein Cover im Internet, was man sich anhören kann. Ah, ja. Ja? Erzählt mir doch mal, was ihr da gecovert habt und wie ihr da drauf gekommen seid, weil ich finde, es ist ein schönes. Pink Rise Your Glass Cover. Ja, das haben wir letzten Winter aufgenommen. Und es ist auch ein guter Erfolg gewesen. Das war unser erstes Cover mit Madison Affair. Und das war auch das erste Cover, also erste Song, den wir mit einem neuen Line-Up auch gemacht haben. Davor hatten wir ein älteres Line-Up. Das könnt ihr alles im Internet nachlesen. Auf Facebook. liken. Ja, liken auf jeden Fall. Und von Pink Rise to Glass, hört es euch an auf YouTube und Facebook, ist alles vertreten. Teilt es all over the world, damit auch die Amis wissen, was aus Deutschland alles kommt. Alles zum Download freigegeben. Ja, weil das ist echt, da komme ich nämlich direkt zur Überleitung, nämlich das ist nämlich ein abgefahrener Punkt, eure Mixtur. Ich meine jetzt, dass man bei der härteren Rockmusik, nenne ich jetzt mal, da den Elektro mit reinbringt. Das etabliert sich gerade, das sieht man ja immer öfter, ja. Aber gerade bei euch, muss ich sagen, fällt mir jetzt auf, also sehr elektronisch. Also nicht nur dieses typische Synthesizer-Gedudel im Hintergrund, mal so ein bisschen sphärisch, sondern ihr habt ja wirklich richtig fettes, satte Samples, die auch im Vordergrund stehen. Ja. Und zwar richtig für diese Platte, wir sind alle super große Dubstep-Fans. Und es war in diesem Fall, wollten wir unbedingt Dubstep mit der härteren Musikrichtung alles zusammen verbinden, weil Dubstep ist wie Elektro, bloß ein Breakdown die ganze Zeit. Und da haben wir ganz viele Elemente von eingebaut, weil wir sehen, es hat einfach am meisten Zukunft. Viele Bands aus USA springen jetzt auch auf Dubstep auf. Und wir versuchen halt in Deutschland das ein bisschen populärer zu machen, damit, sag ich mal, mehr junge Leute sich auch mit der Elektroszene mehr beschäftigen und besonders auch mit der Metal-Szene, das ist zusammen alles kombiniert. Ich meine, ich für mich denke einfach, dass es wichtig ist, auch in Deutschland irgendwie Trends zu setzen, so, obwohl uns viele Leute deshalb natürlich verurteilen, dass wir Mucke wie Asking Alexandria angeblich machen, was uns oft vorgeworfen wird. Ihr habt ja auch Elektro drin und so weiter und so fort. Aber ich denke, Madison Affair hat seinen ganz eigenen Stil gefunden über die Jahre. Wir sind jetzt ein gefestigtes Team. Wir sind 5 junge Leute, die Bock auf Musik haben. Und ich denke, es gibt noch viel zu hören in nächster Zeit von uns. Denke ich auch, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ich bin da sehr überzeugt, aber ich darf natürlich keine Meinung hier vertreten. Ja. Deswegen ich wieder meine Lieblingsfrage zum Schluss stelle. Ich frage auch euch, wenn ihr als Band ein Obst wärt, welches Obst wärt ihr dann? Ja, ich glaube, ich wäre eine große Banane. Ja, ja, okay, eine große Banane, das ist gut. Das ist gut. Es ist interessant, ich habe hier nur Jungs oben sitzen. Ich frage das, hab das heute den ganzen Tag gefragt. Und die Banane. Banane, sage ich jetzt mal, kam nicht nur einmal. Oh shit. Oh ja. Na gut. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sind soweit durch. Ich hoffe, dass man noch mehr von euch hört. Mir gefällt es persönlich sehr gut. Eine Sache noch. Ein Riesendank an die Leute, die uns auf Facebook jeden Tag liken, teilen, dass wir so viele Likes bekommen haben. Ich meine, es ist so, dass einmal in 2 Monaten die Like-Zahl springt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir wünschen uns wesentlich mehr Leute, die mit uns Konzerte feiern wie hier. Danke an dieses Team, was mit uns Interview gemacht hat. Danke an die Veranstalter vom Scam Skate Music Festival. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Wir sind voller Vorfreude auf die nächsten Shows bei euch und euch wiederzusehen und wieder bessere Interviews und tollere Interviews noch zu führen. Da bin ich keine Banane mehr, da bin ich vielleicht sogar knackige Apfel. Ja. Was weiß ich mal. Danke fürs Interview. Ich freue mich auf den nächsten Obstkorb.
Industries.